Ja, hallo miteinander. Vielleicht hat sich ja der ein oder andere schon mal gefragt, was abends passiert, wenn der Europapark schließt, wo da die ganzen Züge und Wagen der Attraktionen übernachten. Ich meine, bei manchen Attraktionen ist es ja doch eher offensichtlich, wie zum Beispiel bei der Flussfahrt, da gibt es jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Aber dann gibt es auch andere Attraktionen, die zum Teil recht interessante Unterstellmöglichkeiten haben. Und wie die genau ausschauen, das schauen wir uns in diesem Video einmal an. Ja, und dann geht's auch jetzt direkt los. Ja, abends, nachdem der Park offiziell geschlossen hat, kann man es teilweise beobachten, wie die Züge der Panoramabahn sich in der Nähe vom Drehtheater sammeln. Und wenn man dann in diesen kleinen Tunnel hineinschaut, sieht man manchmal, wie ein Zug da abgestellt steht. Aber das heißt nicht unbedingt, dass der Zug dann dort in diesem Tunnel auch übernachtet, denn häufig geht es noch für ihn weiter. Vielleicht ist es ja dem einen oder anderen schon mal aufgefallen, dass es beim Drehtheater so eine Abzweigung gibt, wo ein Gleis dann zum Wartungsbereich führt, der sich hinter dem niederländischen Themenbereich befindet. Und abends, wenn man am Drehtheater vorbeiläuft, hat man manchmal die Chance, auch dort hineinzuschauen, weil häufig ist dann bereits schon das Tor geöffnet und man sieht so ungefähr, was da so vor sich geht. Und in der Regel sind dann auch bereits dort einige Züge abgestellt. Auch die Monorail, die zum Teil dann im Historama übernachtet, hat die Möglichkeit, zu diesem Wartungsbereich hinzufahren. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man nämlich über den Schienen auch eine Abzweigung der einen Schienenbahn. Ja, die Schweizer Bobbahn hat insgesamt 5 Züge, allerdings gibt es nur 3 Häuser, wo die Züge übernachten könnten. Interessant ist hier, dass im ersten Haus, das man durchfährt, wenn die Fahrt sich dem Ende zuneigt, sich ein Verschiebegleis befindet und manchmal, wenn man durchfährt, sieht man dann auch auf der linken Seite, wie ein Zug abgestellt steht. Ansonsten ist auch häufiger mal der Fall, dass in diesem ersten Gebäude ein Zug einfach auf dem Boden abgestellt steht. Was ganz interessant ist, gibt es bei der Schwesterbobbahn in Blackpool in England. Dort hat man ein System, das so ähnlich funktioniert wie die Trommel beim Revolver. Dort sind mehrere Schienen an der Vorrichtung angebracht, die sich um 360 Grad drehen lässt. Und der Zug kann dann auf der Schiene fixiert werden. Und je nachdem, welchen Zug man gerade einsetzen will, wird dann die Schiene weitergedreht. Und ein Zug taucht dann ab und ein neuer Zug kann dann auftauchen. Ja, und das Ganze spart dann ziemlich viel Platz. Ja, immer mal wieder hört man auch Gerüchte, dass es dieses System auch in Rouge geben würde. Allerdings glaube ich, dass man mit ziemlich hoher Sicherheit ausschließen kann, dass das der Fall ist, denn wie gesagt, im ersten Gebäude ist dieses Verschiebegleis untergebracht und im zweiten Gebäude ist einfach kein Platz dafür, deswegen gibt es wohl wirklich nur in Blackpool. Wenn man nach Parkschluss beim skandinavischen Dorf vorbeiläuft, kann man gut beobachten, wie das Wasser aus dem oberen Bereich des Fjordraftings herabfließt und der Kanal dann komplett leer zurückbleibt. Ein interessantes Bild präsentiert sich auch, wenn man dann runtergeht zum Wasserfall, weil wenn dort kein Wasser mehr fließt, ist es schon ein eher ungewöhnlicher Anblick. Und etwas weiter hinten beim Windjammer sammeln sich dann die ganzen Boote am Abend, wobei das nicht der Hauptabstellplatz ist für die Boote, sondern der befindet sich weiter oben, nämlich bei der Drehscheibe. Ja, und da sind dann abends dann die ganzen Boote abgestellt und übernachten dann dort. Augenscheinlich ist es so, dass die Türme der Euromir genügend Platz bieten, um die insgesamt 9 Züge in der Nacht unterzubringen. Allerdings ist es so, dass in der Haspel, also dem Lift, nicht mehr als 3 Züge geparkt werden sollen, weil es einfach sonst am nächsten Morgen dann zu schwer wäre, die Haspel wieder in Betrieb zu nehmen. Und ansonsten gibt es noch vor bzw. neben dem Bahnhof eine Werkstatt, die sich hinter dieser silbernen Wand versteckt. Und hier finden weitere 6 Züge dann nochmal Platz. Ja, und wie sieht es beim Poseidon aus? Was ist da so in der Nacht los? Wo werden da die Boote geparkt? Naja, insgesamt sind es ja 22 Boote, die der Poseidon hat. Und wenn man abends mal an der Bahn vorbeiläuft, dann sieht man, dass man im Prinzip gar nichts sieht, was die Boote anbelangt. Die Frage ist also, wohin verschwinden die ganzen Boote? Und naja, die Antwort ist, ein Teil davon ist abends als im Stationsgebäude geparkt, allerdings ist da ja nicht genug Platz für alle Boote. Und für die restlichen Boote gibt es links von dieser Ruinenstadt gut versteckt eine Halle, wo dann die ganzen Boote in der Nacht geparkt und gewartet werden können.
Ja, und hier noch ein kleines Extra. Beim Pegasus befindet sich unter dem Bahnhof bzw. unter dem Bahnhofsgleis so eine Art Garage, wo der Zug dann herabgelassen werden kann. So, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Also macht's gut.